In der IIoT-Welt ist es wie im normalen Leben. Auch ohne Kommunikation läuft nichts. So wie jetzt auch bei uns. Sebastian Schnürber ist bei mir, Teamleader R&D, Industrial Communication Interfaces. Auf Deutsch könnten wir uns unterhalten, richtig? Auf Englisch. Andere Sprachen werden da jetzt, glaube ich, zwischen uns beiden ein bisschen schwieriger. Also Automatisierungsprotokolle, übertragen wir das Ganze mal in diese Welt, gibt es ja schon. Profinet, Ethernet, IP. Warum brauchst du trotzdem nochmal andere Protokolle, um beispielsweise Sensordaten in die Cloud zu bekommen? Die Protokolle wie EtherCAT, Profinet, Ethernet, IP haben einen klaren Fokus auf zeitlichen Determinismus, geringe Latenzzeiten, hohe Verfügbarkeit. Das bedingt häufig, dass auch entsprechende Hard- und Softwarekomponenten eingesetzt werden, wie spezielle Steuerungen oder entsprechende Switches. Im IIoT-Umfeld geht es eher darum, diese starren Automatisierungshierarchien und Strukturen aufzubrechen. Es geht darum, dass die Sensordaten nicht nur zum PLC-Level verfügbar sind, sondern auch von den anderen Teilnehmern am Netzwerk. Das bedeutet, der Fokus der IoT-Protokolle liegt auf durchgängiger, herstellerunabhängiger Kommunikation. Und natürlich bringt das Thema Vernetzung der Komponenten untereinander auch Security-Aspekte mit sich, sodass entsprechende Security-Maßnahmen auch in den IoT-Protokollen entsprechend berücksichtigt werden. Das IoT stellt also gewisse Anforderungen. Gibt es denn bereits schon ein Kommunikationsprotokoll, das für solche Fälle geeignet ist? Ein einzelnes Protokoll wäre natürlich toll und wünschenswert, aber die Anwendungsfälle im IoT-Umfeld sind sehr unterschiedlich. Die Anforderungen unterscheiden sich dadurch auch sehr stark voneinander, sodass die typischen Kandidaten REST, MQTT, OPCOA alle ihre eigenen Vor- und Nachteile mitbringen, um diese Anforderungen abzudecken. Stell dir vor, du hast ein Szenario aus verteilten Sensoren, die über Funk miteinander kommunizieren und die aus Batterien versorgt werden. Dann möchte man eigentlich ein möglichst schlankes Protokoll haben, das einen geringen Protokoll-Overhead hat und das nur wenig Bandbreite belegt. Wenn es hingegen darum geht, eher komplexe Komponenten miteinander zu vernetzen, dann ist vielleicht OPCOA besser geeignet. OPCOA bietet ein sehr umfassendes Feature-Set. Es gibt die Möglichkeit, auf historische Daten zuzugreifen. Es gibt verschiedenste Geräteprofile und man benötigt zum Beispiel keine Gerätebeschreibungsdateien. Also du siehst schon, die so unterschiedlich wie die Use Cases sind, so unterschiedlich sind auch die IoT-Protokolle, die jeweils ihre speziellen Stärken und Schwächen mitbringen. Okay, also mit den Kundenansprüchen kommen natürlich auch neue Anforderungen. Neben den klassischen Steuerungsprotokollen wird es dann auch neue für die IIoT-Welt geben. Wie reagiert denn Peppel und Fuchs auf diese Ansprüche? Wir als Peppel und Fuchs werden uns natürlich nicht auf nur ein einziges Protokoll beschränken. Wir sind kontinuierlich dabei, die unterschiedlichen Protokolle zu evaluieren und sie in unsere Geräte und Produkte zu integrieren. Um dieser Komplexität innerhalb der Geräteentwicklung Herr zu werden, entwickeln wir unsere Geräte modular. Das heißt, man kann die jeweilige Sensortechnologie mit der jeweiligen Kommunikationstechnologie kombinieren, ähnlich wie ein Bausteinset. Mein Team und ich, wir arbeiten daran, die entsprechenden Kommunikationstechnologien firmenweit verfügbar zu machen, sodass sie dann möglichst rasch und möglichst schnell in die unterschiedlichen Produkte integriert werden können. Wir haben schon heute erste Produkte, die sowohl im Steuerungsumfeld als auch im IoT-Umfeld verwendbar sind. Zum Beispiel die IO-Link Master der ICE2, ICE3-Serie bringen sowohl die gängigen Steuerungsprotokolle mit als auch einige IoT-Protokolle, sodass sie parallel in beiden Welten zum Einsatz kommen können. Also salopp gesagt, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau für die beiden Welten. Glaubst du denn auch, dass diese IoT-Technologien sich dann auf dem Shopfloor, also der Produktionsebene, durchsetzen werden? Ich denke, dass das mittelfristig passieren wird, dass die IoT-Technologien dort auch Fuß fassen werden. Eine der grundsätzlichen Voraussetzungen dafür ist, dass der Determinismus in den
zugrunde liegenden Kommunikationslayern verankert wird. Genau dies passiert gerade im Zuge der TSN-Standardisierungsaktivitäten. TSN steht dabei für Time-Sensitive Networking und die Kernaspekte bei TSN sind die Zeitsynchronisation und entsprechende Scheduling-Verfahren, um zeitkritische Daten entsprechend zu priorisieren. Gleichzeitig gibt es auch im Bereich der physikalischen Übertragungsschicht sehr interessante Neuerungen. Das Thema 5G, nächste Generation Mobilfunkstandard, ist, glaube ich, in aller Munde. Aber auch im Bereich der kabelgebundenen Übertragung gibt es mit Zweidraht-Ethernet-Übertragungstechnologien SPE oder APL, Advanced Physical Layer, für die Prozessindustrie jetzt Technologien, die die digitale Kommunikation wahrscheinlich bis runter in die Feldebene ermöglichen werden, sodass die Grundlage für die IoT-Use-Cases geschaffen ist. Ja, und auch in diesen Bereichen ist Peperl und Fuchs bestens gerüstet für die Zukunft. Sebastian Stöber, vielen herzlichen Dank. Spannende Einblicke und Eindrücke aus einer dann ja doch wirklich sehr nahen Zukunft.